zweiter Teil der Massentestungen auch in Bruck an der Leitha. Unser Redaktionsteam war vor Ort und hat sich einen Eindruck verschafft. Wie schon im Dezember hatte man an drei Standorten die Möglichkeit, sich per Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus untersuchen zu lassen. Knapp 9000 Einladungsbriefe hatte man ausgesandt. Es sei wichtig, dass man testen geht. Es habe sich gezeigt, dass viele das Virus in sich tragen, jedoch keine Symptome aufweisen und es damit unwissentlich weitergeben. Was bedeutet das für die Gemeinde im Vorfeld? Viel Organisationsarbeit. Wir haben durch den flexiblen Termin, sage ich jetzt einmal, unterschiedliche Startzeiten gehabt für die Aktion der Organisation. Wir mussten ja 8.800 Bürger anschreiben per Brief und da möchte ich mich bedanken bei meiner Gemeindeverwaltung. Was ich mich auch bedanken möchte, ist natürlich beim Roten Kreuz, wo eben die Kooperation und Zusammenarbeit hervorragend funktioniert. Und aber auch beim Bundesheer, die ja die eine Teststraße im Stadttheater selbst organisiert. Wie viele Leute sind vor Ort eingesetzt? Also insgesamt im gesamten Bezirk in Bruck an der Leitha haben 100 Leute vom Roten Kreuz sozusagen als Tester, die vorher zur Verfügung stehen. Und da sind natürlich noch viele, viele Helfer, die administrative Tätigkeiten nehmen, auch noch dabei von den Gemeinden. Jetzt sind zwar die sogenannten Massentestungen. Wie sieht es denn aus? Sind die Mitarbeiter des Roten Kreuzes schon geimpft? Also einige von den Mitarbeitern werden jetzt geimpft. Also wir haben da einen Impfplan und je nachdem, so wie das Impfserum eintritt, so werden die Mitarbeiter geimpft. Nächste Woche geht's los. Stolz darauf, dass sich so viele Brucker gemeldet haben? Ja, sehr. Ja, es zeigt schon Verantwortungsbewusstsein der Brucker und wenn man auch die Verläufe anschaut, die wir hatten und die positiv getesteten Zahlen, kann man schon sagen, dass der Brucker und die Wilfensdorfer sehr, sehr diszipliniert waren und an die Eigenverantwortung kann man da schon sehr wohl appellieren. Ja. Dass Sie die Verantwortung übernehmen und dass Sie Verantwortungsbewusstsein zeigt unser Interview, beide mit Masken. Sie haben noch justiert und gesagt, die Maske gehört noch die Nase hinein. Ja, sollte ich schon machen, vor allem, ich meine, wir sind zwar im Freien, aber ja, bleiben wir dabei, bleiben wir bei der Maske. Nicht nur winterlich, sondern auch vorbeugend. Ja, sie schützt jetzt auch gegen die Kälte, weil da zieht es ganz durch. Ja. Zusätzlich gab es an beiden Tagen auch eine ganz besondere Gelegenheit, sich aus versierter Hand über die bald anstehende Corona-Impfung zu informieren. Die Impfung ist letztendlich unsere einzige Chance. Es wird nie eine Therapie geben, zumindest nicht in den nächsten Jahren. Es wird die Lockdown-Maßnahmen, die werden nie wieder greifen, weil es einfach zu weit verbreitet ist. Und die Impfung bleibt unsere einzige Chance. Die Unsicherheit der Bevölkerung ist natürlich häufig die Frage, habe ich Grunderkrankungen, darf ich mich impfen lassen? Die Antwort lautet, Sie haben eine Grunderkrankung, Sie müssen geimpft werden, weil Sie haben auch ein erhöhtes Risiko. Und sehr viele Fragen, vor allem von den Jüngeren, ist, warum so schnell? Und auch das kann man erklären, denn Coronaviren beschäftigen uns eigentlich schon seit 15 Jahren und vor 15 Jahren wurden bereits die ersten Studien für Impfungen gegen Coronaviren entwickelt. Ist natürlich ein sehr, ich sage doch einmal, aktives Thema und sehr interessantes Thema, um eben auch die, ich sage jetzt einmal, die unnatürlichen Ergebnisse oder Medienberichte oder in den elektronischen Medien dargestellte Visionen, die nicht stimmen. Es ist gesundheitsfördernd für dieses Thema der Corona-Angelegenheit und das ist ganz ein wichtiges Thema jetzt, das uns 2021 sicher noch einige Zeit begleiten wird.